Diesen Video möchte ich nur demonstrieren, wie Sie den eigentlichen Fußbodenaufbau modellieren können in Ihrem Revit-Modell. Ausgehend natürlich, dass Sie vorher schon, sofern Sie den Workflow einhalten, den ich jetzt hier in meinen Tutorials verwende, dass Sie quasi die Schüttung schon gemacht haben, sofern Sie sowas benötigen überhaupt. Ja, es kann ja sein, dass Sie Ihre Sanitärinstallation anderweitig verlegen, dann können Sie das natürlich weglassen, überspringen diesen Teil. Ich habe hier das auch schon verputzt, ja, weil dieser Fußbodenaufbau, der mir jetzt vorschwebt, der wird an die verputzte Wand herangeführt. Hier nochmal, ja, das sieht man hier, Wand verputzt, geht quasi ein bisschen runter, also bis zur Rohdecke oder zur Schüttung, je nachdem. Und deswegen habe ich die Wand innen, also sämtliche Innenwände, sofern das so, sie zu verputzen sind, entsprechend verputzt, damit der Fußbodenaufbau wirklich auch bis zu dieser Putzschicht geht. Ja. Dasselbe gilt übrigens auch hier für die Stütze, dafür den Luxus erlaubt, die ebenfalls zu verputzen, wobei ich habe sie nicht verputzt, ich habe jetzt hier einen Gipskarton, habe die quasi Gipskarton eingepackt, in den ich einfach hier eine Wand gemacht habe, die habe ich hier verknüpft, also einfach beim Erstellen dieser Wand habe ich, gut, das kann ich ja nochmal schnell demonstrieren, das habe ich leider vorhin weggelassen, dass man hier einfach auf Wand geht. Ich gehe also hier auf Architektur, dann Wand nicht tragend. Speichern will ich jetzt nicht. Ich will jetzt hier Basiswand, Gipskarton 1,5, das ist eh nochmal diese Wand. Gehe jetzt hier auf Rechteck. Werde jetzt hier noch die Höhe einstellen. Ober, die sitzt nicht auf der Rohdecke auf, sondern sagen wir mal auf der. Schüttung. Also sagen wir hier 0,15. Dass ich das aufsetzen und Abhängigkeit bis zur oben lasse ich das mal frei, das werde ich im Nachhinein noch justieren. Gehe jetzt also hier auf Rechteck, jetzt muss man gucken, wo die Basislinie ist. Die Basislinie ist Wand, Schicht in den Kante. Jetzt fahre ich das hier ab. So. Und das entsprechend verlegt. Was man auch noch machen könnte, ich versuche gerade hier, dass man das so macht, dass die Wand entsprechend hier sich auch verknüpft. Wir haben mit den Kanten hier, da kann man auch diese Sache wählen. Und dann kann ich jetzt hier noch Versatz drin. Höhe tragende Schicht. Innenkante. So können wir es auch machen. So. Was passiert allerdings, wenn ich jetzt die Stütze klarer mache bei dieser Geschichte? Wir haben jetzt eine andere Stütze, eine 2020, dann geht das hier nicht mit. Ja, also hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und die andere Variante wäre jetzt, ich baue diese Form der Verkleidung direkt in das Bauteil ein. Also bei der Variante haben wir eigentlich zwei Bauteile. Wir haben einmal hier die Stütze selber. Dann haben wir diese Verkleidung, die ich jetzt einfach aus Wand gemacht habe. Wie gesagt, der Nachteil ist natürlich, deine Stütze ändert dann dieses bisschen miteinander leider nicht verknüpft. Wenn ich allerdings das Ganze hier als ein Bauteil definiere, dass ich kann mir theoretisch eine Stütze bauen, die schon so eine Verkleidung inkludiert, die kann ich auch parametrisieren, dass ich sie meinetwegen ausblenden kann oder auch die Dicke der Verkleidung ändern kann. Ich könnte theoretisch auch die Höhe, das könnte ich theoretisch alles erstellen, wenn ich mein eigenes Bauteil definiere. Was jetzt für diesen Grundkurs allerdings kein Thema ist und deswegen werde ich jetzt mich mit dieser Konstruktion hier behelfen, nicht einfach zwei Bauteile erzeuge. Gut, so viel dazu. In diesem kleinen Tutorial möchte ich zeigen, wie man eine Stütze verkleiden kann. Für den Fall, dass Sie jetzt keine nackte Betonstütze haben wollen, sondern die meinetwegen, wie in meinem Fall, was ich machen möchte, die mit Gipskartonplatten verkleiden. Und da ergibt natürlich die Möglichkeit, das werde ich eigentlich nicht zeigen, weil das führt es zu weit, das ist eher Thema für den im 2-Kurs, dass sie das direkt ins Bauteil inkludieren. Dass sie sagen, okay, ich erzeuge mir ein Bauteilstütze, wo ich schon eine Verkleidung quasi als Bauteileigenschaft mit vorhalte, als parametrisierte Bauteileigenschaft. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass diese Verkleidung kann ich anschalten, also ich kann die Stütze theoretisch so eine Stütze einfach anklicken. Und dann kann ich jetzt hier meinetwegen, hier habe ich hier weitere Parameter und kann ich sagen, hier Verkleidung und dann kann ich das ja
anklicken und dann sehe ich die Verkleidung. Dann könnte ich theoretisch, es können auch in Typeneigenschaften reingehen und könnte dort meinetwegen die Dicke der Verkleidung angeben und sogar das Material könnte man theoretisch angeben und auch gewissen Versatz, ja, in der Höhe oder so, dass die meinetwegen die Verkleidung jetzt nie auf der Rolldecke anfängt, was natürlich eher nicht der Fall sein wird, sondern mit einem gewissen Versatz quasi anfängt. Auch das könnte man theoretisch alles parametrisieren. Wie gesagt, das ist eher ein Thema für BIM-2-Kurs, wie man sowas, wie man sich quasi eigene Bauteile erzeugt. In unserem Fall gehen wir davon aus, dass wir so ein Bauteil nicht haben. Und hier können wir uns einfach so mit behelfen und sagen, okay, wir machen einfach hier eine Wand ringsherum. Die besteht im Prinzip aus dieser einlagigen, meinem Fall, aus also einer einlagigen Gipskartonschicht. Das könnte aber auch eine Putzschicht sein, falls Sie es verputzen wollen. Das könnten auch mehrere Schichten sein, dass Sie meinetwegen erst einen Putzträger aufbringen. Ja, und danach den Putz oder was immer. Sie können auch zweilagigen Gipskarton oder noch eine Holzgeschichte ringsherum oder alles, was Sie machen wollen. Ja, das baue ich quasi in meine Wand mit ein. Ja, wie kann man das machen? Ich gehe jetzt einfach hier auf Wand nicht tragend. Ich habe es schon mal ausgewählt. Hier Gipskarton 1,5 mm, also eine Lage Gipskarton. Wähle hier den Befehl Rechteck. Ich möchte es quasi rechteckig erzeugen. Dann gebe ich noch die Eigenschaften. Die Basislinie wäre jetzt hier die Innenkante der Wand, also trage die Schicht Innenkante. Dann die Höhe wäre jetzt Abhängigkeit unten, wäre jetzt Oberkante Erdgeschoss, Oberkante Rohdecke. Allerdings setze ich das Ganze um 15 cm, also das fängt quasi dann bei meiner Schüttung ungefähr an. Ja, man könnte auch sagen, ich mache das meinetwegen ab der Oberkante Estrich. Ja, auch das wäre möglich. Das ist erstmal, das ist vielleicht sogar zu empfehlen, ja, dass Sie hier das. Dass wir noch den Estrich mit reinrechnen, sagen wir mal, das wäre dann 3 cm, sagen wir mal 10 cm circa, machen wir noch hier 10 cm mit dazu. Das wäre dann 0,25, das habe ich mich ja verklickt. Gehen wir mal hier rein, also Wand nicht tragend, Rechteck. Und hier sagen wir mal, wir lassen das Estrich Oberkante anfangen. Die Verkleidung wäre dann ungefähr hier. Und die Höhe, das werde ich dann noch, das werde ich dann noch schauen. Das wird dann bei mir noch ein bisschen chaotisch. Das muss ich dann noch mal gucken, das mit den Höhen machen. Das lasse ich erstmal so. Also erstmal EG, Unterkante, Rohdecke. Also es geht noch bis zur Rohdecke. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch eine Zwischendecke einbauen oder so. Das werde ich mir später überlegen. Ja, jetzt mache ich ganz bewusst mal Folgendes, was Sie vielleicht irritierend finden werden, dass ich das Ganze erstmal ein bisschen größer mache als die Stütze selber. Man könnte natürlich jetzt hier einfach mal das Rechteck um die Stütze genau drumherum ziehen. Aber wenn Sie allerdings das ein Tick komplizierter machen, wie ich das machen werde, da haben Sie nämlich folgendes Feature, das ich gleich demonstrieren werde. Ich mache das ein bisschen größer. So, und jetzt gehe ich hier auf Ausrichten, wähle diese Stützkante aus, dann diese Wandkante und kann jetzt hier das Ganze fixieren. Das geht nur, aus meines Wissens geht das nur mit diesem Würfel, den ich das zeige. Das hat dann den Vorteil, ich werde das gleich demonstrieren, wenn Sie nämlich später die Stütze ändern, dann geht auch die Wand mit, weil damit heften Sie quasi diese Kante an diese Stützkante mit ran. Jetzt haben wir das quasi hier komplett, hier, wie Sie sehen, miteinander, ich sage mal verheiratet dazu, also miteinander, einander geknüpft. Wenn ich mal die Stütze auswähle und hier eine größere Stütze wähle oder eine kleinere, ist mir ziemlich egal, 30-30er. Dann geht das hier entsprechend mit. Was Sie unten sehen, ist der Fußbodenaufbau, der geht nicht mit. Ja, der ist zum Teil nicht parametrisiert, deswegen sehen wir hier die Lücke. Wenn ich jetzt hier rausblicke, dann sehen wir hier, die Wand geht mit, genau der umgekehrte Weg. Geht jetzt wieder auf 20, was heißt 25, 25, dann geht das auch mit. Wie gesagt, deswegen habe ich etwas komplizierter gemacht und habe das Rechteck erst größer gemacht und danach ausgerichtet und dann verknüpft. Wenn man weiß, dass die Stütze sich nicht mehr ändert, kann man das auch überspringen und sagen, gut, ich will diese Verknüpfung nicht. Aber gerade vielleicht, wenn man jetzt in der Entwurfsphase immer noch ist und sich überlegt, okay, kann sein, ich tue es halt doch nochmal ändern, ja, kann also statischer, das größer, kleiner haben will, dann ist das natürlich praktisch, wenn man das gleich so machen kann, weil dann geht später die Wand entsprechend mit. Ja, so viel dazu und jetzt habe ich hier meine, schauen wir vielleicht nochmal ganz normal an hier. Hier sieht so jetzt meine Stütze aus. Na, ich könnte vielleicht noch diese Gipskarton hier noch von der Darstellungsart noch ändern, damit das so aussieht wie da drüben. Rein auf Bearbeiten, haben wir jetzt hier Trockenbau. Gehen wir jetzt hier auf Gipsputz. Gipsputz. So.
Und jetzt sieht es aus wie da drüben. So, so viel dazu.